Hallo zu Let's Play The Long Dark, hier in unserem Lieblingshäuschen. Ja, das finde ich echt ganz, also hier wird es mir echt gefallen. Kissen, guck mal, das ist echt, den würde ich nehmen. Halt, ich habe hier in dieser, im Schrank, ich wollte die große Jacke ablegen, die ich da gefunden habe. Meine schöne alte Jacke. Hier. Die trage ich ja nicht. So, zack. Moment. Haben wir nicht in diesem Schrank all möglichen Zeug reingepackt? So wie das ganze Metall und alles? Ach hier, wollte gerade sagen. Da ist ja alles drin, genau. Das ganze Gedärm und das ganze Zeug. Kann ich da noch irgendwas reinlegen? Boah, wir haben hier so viel Rehhaut und Kaninchenpelz und bla und Zeug und... Das muss man doch irgendwo aufhängen können, zum Trocknen. Na jedenfalls, das Haus finde ich auf jeden Fall wieder relativ leicht wieder. Ich finde das toll. Also hier finde ich es echt... Die Tapete kann man sich drüber streiten, aber... Naja, bevor es dunkel wird, sollte ich mal ganz schnell zurück. Ich habe noch ein bisschen Reh, was ich brutzeln kann. Ja. Denn es wird schon wieder... geht so. Relativ frisch. Können wir sprinten? Geht sogar. Das heißt, so schwer beladen sind wir gar nicht mehr. Aber beim Sprinten geht doch, glaube ich, was geht da runter? Ja, ist alles Essen und Trinken und Müdigkeit und... Und bla. Ja, gut. Mit ihr mal ein bisschen reden, vielleicht auch ein bisschen was rauskriegen. Das wäre, glaube ich, nicht so schlecht. Ist der Stuhl weg? Das war nur für die Cutscene, oder wie? Na gut. Kamin. Abgeschnittene Tomatensuppe. Oh, 21%. Lass mir das mal. Die ist doch warm. Was soll denn der Blödsinn? Jemand? Nein. Geschmacklose Tomatensuppe, das passt soweit. Lalala. Mütterchen. Trinken. Trinken. Wir nehmen. Oh, wir haben so viel Soda, was wir mit uns rumschleppen. Das ist das älteste hier, ne? Ja. Trinken. Dann ist das wahrscheinlich unsere Tomatensuppe. Heiß, ja. Essen wir jetzt auch. Oh, hier relativ viel Wasser. 35 Kilo von 29. Ach Gott. Ja klar, natürlich hier tonnenweise 1, 2, 3, 3,5 Kilo Fleisch mit sich rumschleppt und literweise Dosen und Zeug. Das habe ich alles an, ne? Brennzeug, 2 Kilo Kohle. Aber die brauche ich später noch, wenn ich wieder weiterziehe. Dann brauche ich Kohle. Was ist denn das? Wieso ist das eigentlich schlecht? Antiseptikum? Naja, es verliert immer seine Wirkung, oder? Ja, den hätte ich auch noch ablegen können. Naja, gut.
Eine Pfeilspitze, stimmt, die haben wir auch noch. Ich brauche doch irgendwo eine Werkbank. Das war's. Gibt's irgendwo in Milton eine Werkbank? Das wäre noch eine Frage. Temperatur steigt. Ist gut. Da haben wir irgendwas, was ein bisschen kaputt ist. Nein, 73, 80, 86. Nee. Die Hose ist bei 66%. Die könnte man mal wieder mal reparieren. Ja, nehmen wir. Denn jetzt macht sie nämlich ein bisschen mehr. Die haben alle keinen Nässeschutz. Hm, die Hosen. Naja. Egal. Gut. Bringt uns auch nicht viel. Wir haben keine Schrotflinte. Ich will morgen früh mal wieder hoch, nochmal in dieses Haus. Jetzt eher die Frage, was mache ich jetzt hier weiter? Ziehe ich weiter oder was mache ich hier? What really happened here? Oh ja. Seems like people were here recently. Where did they go? Why didn't they call for help or just drive out? The power went out. Who knows the reason? People started to get cold, hungry. They panicked, started to talk crazy. Others walked here from the highway. Some belonged here. Others were outsiders, like you. Did anyone see a woman? Brown hair, would have had a tan jacket, scarf with birds on it. Possibly injured. There was an outsider woman. I heard her pass through. She wasn't alone. There were angry voices and... But the storm was too loud. Voices? I lost the voices and I couldn't get them back. Never mind. You did well with the fuel. Now do the same with food. Or I won't last the winter. Hä, wie müssen wir jetzt noch, hä? Jetzt noch irgendwie noch Steaks besorgen oder was? Ich meine, wir haben hier jetzt gerade mal. Wie viel eigentlich? Was ist Tagebuch? J. Fülle die Speisekammer. 8000, das ist Kalorien wahrscheinlich. Mhm. Fülle die Speisekammer der Grauen Mutter mit Lebensmitteln, um sie vor dem Hungertod zu bewahren. Plündere alles, was du in deiner Umgebung finden kannst. Einige Nahrungsquellen sind leichter zu finden als andere. Zum Beispiel Kadaver. Hm. Okay. Optional brich in die Tankstelle ein und blündere Vorräte. Ja, brich ein. Ich hätte gern ein komisches Stemmeisen. So, wir müssen echt bald pennen. Gebe ich dir was von meinem Hirsch? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wenn er alt und ranzig ist. Hier, kann dir Natzenstuff. Kriegt meine ollen schimmliger Schokoriegel. Ja, damit kann ich mal anfangen. Wo soll das eigentlich hin, ist die Frage. Boah, ist hier dunkel. Okay, vergiss es. Na, wahrscheinlich ein Kühlschrank, oder? Naja, jetzt werden wir nochmal was essen, damit wir die Nacht überleben. Wir nehmen gleich mal so ein Kilochen. Das alte Kilo. 880. Das reicht ja schon fast über die Nacht. Dann trinken wir was. 2 Liter Wasser. Wir haben so viel Wasser abgekocht. 34 Kilo von 30 Kilo. Es wird nicht leichter. Gut, wir haben es ja auch nur vom Rucksack in den Magen gesteckt. Uns geht es jetzt eigentlich gut. Ja, das heißt, wir könnten pennen. Das brauchen wir 9 Stunden. Das ist eigentlich voll gechillt. Immer noch 1000 übrig. Es kommt mir so vor, als wenn es ein bisschen einfacher wäre. Gut, wir haben natürlich das Problem nicht, dass wir andauernd frieren und Holz besorgen müssen. Aber da wir nicht, wahrscheinlich, da wir nicht frieren,
Was ist das für eine Nacht? Mal nochmal 2 Stunden schlafen. Ja, mal 3 Stunden. So. Und dann pfeifen wir uns nochmal ein Reh rein. So, jetzt ist Sonnenaufgang, das freut mich. So. Trinken. Ja, diese rote Zahl kann ich mir fast nicht lesen. Nochmal ein Kilochen an Reh. Boah, was der an Zeug verbraucht. Das ist echt abartig. So, uns geht's soweit gut. Das ist die Frage. Moment. Kann ich nicht mehr einmal Licht machen hier? Den Ofen kann ich benutzen, oder wie? Ja, den kann ich benutzen. Ah ja, hier unten. Ja klar, Kühlschrank. War logisch. So, hier erstmal schimmeligen Dinge. Den anderen behalte ich. Und einen, das halbe Kilo kriegt, so was soll's. So. Futter auftreiben für die Madame hier. Ich hoffe, das Wetter ist heute ein bisschen besser. Alter. Finde ich da wieder zurück? Das ist ja... Das ist schon wegen Nabalik gewesen. Das ist ja extremst. Gehen wir das Häuschen da hoch. Und dann können wir auch nochmal bei dem Hirsch vorbei. Boah, ist hier ein scheiß Wetter. Wir holen uns, glaube ich, erst nochmal den Rest von diesem komischen, von diesem, mit diesem restlichen Reh, was hier rumfliegt. Das ist natürlich das Problem, wenn es so nebelig ist, sehen wir nicht die Vögel nicht fliegen. Kilo. Warte mal, es, hätten wir weniger Energieaufwand, wenn wir... Wenn wir, Dingens, wie soll ich sagen? Wenn wir ein schärferes Messer nehmen würden? Wahrscheinlich schon. So, jetzt werden wir kurz ein bisschen aufwärmen hier. Das ist kein Holz. Okay, na gut, dann ist es kein Holz. Höhlenversteck, da waren wir schon. Karton brauchen wir nicht. Den haben wir schon geöffnet. Da ist auch nichts weiter drin. Stapel Papier bringt uns auch nicht wirklich so viel. Können wir da raus. Die Kiste werden wir jetzt nicht zerlegen. Ich habe eigentlich... Wie sieht's aus? Feuerholz. 27 Stöckchen zur Not. Und Kohle und Zeug. Ja, ich will nicht so viel rumschleppen. Das ist echt ein Scheiß, dass es so neblig ist, verdammt.
Ich müsste ein paar Kadaver suchen. Weil diese komischen Karnickel. Kommt der hoch? Hallo? Mensch, echt. Jetzt habe ich natürlich keinen Stein mehr. Boah. Hallo, keine Steine. Da unten sind welche. Mein Lieblingstrockendauerhaltefutter. Ich meine, allein das, was ich hier jetzt an für die Karnickeljagd verbrenne. Werde ich hier mal niemals wieder. Sag mal. Das ist echt zum Kotzen. Was war das denn? Was mit dem Ohr? Halt. Kein Nickelchen. Das dauert ja ewig auf diese Weise. So, hier warten wir. Das gibt's doch nicht. Der läuft direkt an mir vorbei und trotzdem keine Chance. Unser Kollege kann hier so nicht werfen. Ja, das war jetzt zu schnell. Ach ja, und sonst so. Gut, dass es jetzt nicht komplett verlaufen hier. Hier ist ja gar nichts. Das hätte wohl passen müssen. Kriege ich nicht. Ja, ja. Jaul halt rum. Ja, toll. Wie spät ist eigentlich? Gerade mal Mittag. Psst. Weil da war ich schon dran, ne? Da ist nichts mehr drin hier. Ja, guck mal, Solarzellen auf dem Dach, ne? Naja, ich will nicht, keinen Bock da drauf, ja. Ja, oben bei dem Ding waren wir ja auch schon. Ich meine, Karnickeljagd, da kriege ich auch keine Kalorien zusammen, das dauert ja ewig.
muss ich ein bisschen erkunden gehen, irgendwie mal in eine Richtung hier rauslatschen. Aber ich glaube, das sieht jetzt auch nicht wirklich so aus, als wenn da hinten noch was zu holen wäre. Ja. Wir brauchen die Kalorien alle selber. Ja, bleibt der irgendwie im Scheiß hängen? Ist ja auch nix hier. Ich muss sagen, unsere Klamotten halten uns auf jeden Fall mal echt gut warm, hä? Was? Lust. Was? Wo noch? Wo noch? Ich sehe nichts. Ich höre es von links. Scheißviech! Elendes Scheißviech! Der war jetzt da hinten irgendwo, sah so. Ach, da. Na, supi. Ich kann dich mal gar nicht brauchen. Ich meine, ich habe genug Medizin. Ich könnte noch klein hacken und dann dafür das Fleisch einsacken. Sollen wir das riskieren? Wir gehen mal speichern. So. War also insgesamt 100% Health. Ich probiere das mal. So, mein Junge. Ja, komm bloß her. Ich habe ein Jagdmesser. Ja. Ich krieg dich. Stellen Sie eine Blume. Hä? Medizin hier. Da. Zack. Anwenden. Verband anlegen. Geheilt. Blutverlust. So, ich krieg dich. Wo bist du? Du stichst dich ab, ey. Das Problem ist halt, wo legt er sich jetzt hin und wo verendet er, ne? Wölfchen! Ja, ja. Prozent Wolfsbiss, ja. Achso, warte mal, F. Infektionsrisiko. Vielleicht sollte ich ein bisschen was von dem Zeug nehmen. Ja. Geheilt. So. Ha. Ja, jetzt ist die Frage, wo ist dieser... Ja, da hinten waren wir schon. Wo hat sich dieser Wolf zum Sterben hingelegt? Ich brauche deine Kalorien. Naja, schreit ihr nur.
werde euch alle dezimieren. Wie sieht's da aus? Boah, ein bisschen Hunger haben wir. Wo kriege ich so eine blöde... wo gibt's eine Werkbank? Das ist mal das Erste. Ich glaube, ich muss mal gucken, dass ich irgendwie was esse. Rohes, schimmeliges Reh. Super, das, wenn es das kaputt geht. Außer wir brutzeln das ja schnell hier beim... Nicht beim Kriechen, sondern beim Kanadier. Das könnten wir nicht machen. Wo ist das Kanada-Haus noch? Das war weiter vorne. Das war hier. Das heißt, wir brutzeln uns das schnell. Und dann schauen wir mal. Dass wir das noch gegart bekommen, bevor wir irgendwie wieder eine Lebensmittelvergiftung kriegen, weil die ist echt scheiße. Ja. Hallo, ich bin hier im warmen, im trockenen. Draußen im Sturm kann er Feuer machen, aber hier drin, in einem richtigen Ofen, kriegt das nicht hin. Das ist ja auch. Gucken, ob wir genug Zunder haben. Wir haben noch von diesen komischen Rohrstock-Dingsbums-Pflanzen da noch auch Zunder gesammelt. So, 26 Minuten. Bücher, na gut. Nehmen wir mal 44 Minuten. Dann noch zwei Stöckchen dazu. Ja. Und dann brutzeln wir mal dieses komische, schimmlige Reh. Damit ist es ja wieder... sollte es eigentlich einigermaßen wieder gießbar sein. Das ist ja wieder antibakteriell dann. Die hat noch ein bisschen... Wo ist es denn? Hier, da. Wir essen aber das 95-prozentige. 880 Kalorien. Ja. Und ziehen jetzt mal weiter. Scheiße kalt. Also es sieht sehr kalt aus, aber geht. Ein negatives, also ein Minus Dreieckchen. Das ist ja alles noch völlig im Rahmen. Ich mit dem ganzen Metallschrott, frage ich mich. Ich habe keine Bügelsäge. Und ich habe... Ach, das ist die Tankstelle. Okay. Und ich habe auch keine kein Brecheisen oder sowas. Wo kriege ich denn das her? Orca. Orca-Tankstelle. Irgendwelche Bewegung? Da ist ein Wolf da hinten. Ja. Weiter schlimm. Neuer Ort entdeckt. Orca Tankstelle. Vielleicht finde ich hier ein Brecheisen. Guck mal rein. Benötigt Brecheisen. Ja, super. Guck an. Leiterwagen. Hier. Muss ich relativ
Paletten. Ah, da kann ich Holz machen. Ja, ja. Hintereingang? Auch Brecheisen. Ja, ja, ja. Jault ihr nur rum. Ja, und wie komme ich an Brecheisen, ihr Spaßvögel? Pause gemacht. Oh, ich muss echt... Ah, da muss ich aber jetzt aber aufpassen, wo ich langlatsche. Ich habe nämlich keine... keine Karte oder irgendwas. Was haben wir denn da? Bankfach, Schlüssel, tralala. Antiseptikum. Wachsen Pflanzen durch, deshalb ist es so komisch. Er wird doch keiner ein Brecheisen in ein Bankschließfach legen, oder? Wie spät ist es? Ja, gerade mal Mittag. Wo krieg ich so ein Ver... Brecheisen her. Da ist der Koffer natürlich wieder abgeschlossen. What have we here? Wie geil! Wir haben ein Brecheisen! Es bieten sich ganz neue Möglichkeiten! Alter, ist hier was durcheinander. Was denn hier passiert? Wasserflasche. Ja. Sturmlaterne. Ja. Ja, nehmen wir mal für Zunder, was soll's. No more cash. Schokoriegel, den nehmen wir mit. Wäre noch Lichtquelle. Hallo? Ah ja. Ein Paddel. Wo bin ich denn hier? Ich bin doch hier. Salzkräcker. Alter, sind ja viele Salzkräcker. Holzstreichhölzer, die wiegen nicht viel. Nehmen wir auch mit. Ah, Hundefutter. Ach, lecker. Sardinen. Wir werden nicht hungern. Aber wir schleppen jetzt nicht alles mit, oder? Gibt es noch irgendwas Sinnvolleres? Beef Jerky. Kühlbox. Hallo, erstmal. Wieso? Hallo, hey. Kühlbox durchsuchen. Nicht ausmachen. Zurücklassen, zurücklassen. Okay. ATM, no cash. Naja. Karton. Mit dem wir zerlegen. Vielleicht kommt noch was raus. Ne, kommt nicht. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt lassen wir das mal alles. Lassen wir auch mal zurück. Das brauchen wir erstmal alles nicht. Was ist das hier? Licht. Komisches Licht. Es hieß ja auch, no more cash.
Allgemeiner Hinweis für die Orca-Tankstelle auf Großer Bär. Aha, wir sind auf Großer Bär. Da wir nicht mehr in der Lage sind, eine angemessene zeitnahe Vorratslieferung an unsere Verteilzentren auf dem Festland zu gewährleisten, müssen wir unsere Vorratslieferung leider auf einen Termin pro Quartal reduzieren. Oh. Aus diesem Grund lockern wir die Einschränkung für lokale Lieferanten. Das gilt nur für unsere entlegeneren Standorte. Alle Orca-Tankstellen auf dem Festland müssen ihre Waren weiterhin von genehmigten Anbietern beziehen. Da war es wohl echt knapp, ne? That guy who drank his own pee doesn't seem so crazy right now. Ja, Eigenurintherapie. Das machen manche Leute. Sollen wir mal so irgendwas zu Kriegerchen essen? 600 Kalorien. Und es wiegt echt nicht viel. 0,1. Ich glaube, ich packe nämlich noch mehr mit. I'll be hungry later. Auch wenn durstig davon wird, schmelzen kann ich selber. Also, ein bisschen was lasse ich noch hier, weil ich will nicht alles mitschleppen. Das ist echt ein bisschen arg. Kann ich mal hier... Genau. Lampenöl brauche ich nicht. Cool, wir haben Brecheisen. Wir haben Brecheisen. Das Zeug kann ich... Ach du Scheiße. Könnte ich natürlich der Omi bringen. Aber, naja. Da drüben war ein Wolf, ich weiß es. Schleppen schwer so viel Gier mit uns rum, das ist unfassbar. Aber das heißt, wir können jetzt die ganzen Kofferräume öffnen und wir haben einen Schlüssel für ein Schließfach. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ach, schwer eine halbe Stunde rum, ist ja unglaublich. Ich würde sagen, hier, was wir mit dem Schlüssel machen und was wir noch in den ganzen Kofferräumen finden, das sehen wir in der nächsten Folge. Macht's gut, ciao, bis zum nächsten Mal.